bin ich wieder. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie Mama uns beim Fernsehen sagt. Und ich habe sehr viel gelernt in den letzten Wochen, ehrlich gesagt. Ich habe Dinge gelernt, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich sie lernen sollte. Ich habe ein bisschen Marktforschung betrieben, was meinen Blog betrifft, und habe innerhalb meines Familienkreises und meines Freundeskreises gefragt, Mensch, wie gefällt euch der Blog? Gibt es irgendwas, was ich besser machen kann, was ich anders machen sollte, was ich gar nicht mehr machen sollte? Gibt es irgendwas, was unverständlich ist? Ja, und erstaunlich viele haben gesagt, was für ein Blog. Das tat schon mal weh, weil ich gedacht habe, ich gucke dir kein YouTube, aber nein. Meine Mutter kannte YouTube bis dato zwar schon, aber wusste nicht, wie man da ein Konto abonniert, beziehungsweise ein Konto eröffnet, um meinen Channel zu abonnieren. Das musste ich ihr dann nochmal zeigen. Aber ich habe jemanden gefunden, der zum Thema Social Media zumindest ganz versiert ist. Und das ist mein Kumpel Karim, oder Karim, wie der Deutsche sagt, arabischer Bruder. Den habe ich gefragt, sag mal Karim, was hältst du von meinem Blog, was kann ich besser machen, was soll ich da verbessern? Und dann sagt er zu mir, du, eigentlich ist das ganz easy, auf YouTube funktioniert eigentlich Beauty, Humor und Haustiere immer. Und dann dachte ich, okay, alles klar, ich werde mir aber jetzt nicht anfangen, mir einen Hund zu kaufen, nur für den Channel. Und er guckte mich ein bisschen betreten an und sagte so, nee, ich meinte eigentlich auch eher den Humor, da müsstest du noch ein bisschen dran arbeiten. Oh. Bis dato dachte ich, ich bin echt komisch und müsste eigentlich nur noch ein bisschen an meinen Feinheiten meines Make-ups arbeiten, um euch das ein bisschen detailliert darüber zu bringen. Aber gut, wieder was gelernt, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte. Und ich soll nicht so oft M sagen, hat er gesagt. Aber komischerweise habe ich mich dabei ertappt, das mache ich im normalen Leben auch. Ich sage sehr häufig M, und das kommt vielleicht daher, dass ich bin ja halb Französin, und die Franzosen sagen tatsächlich oft das ist so ein Fülllaut. Also das nicht persönlich nehmen, wenn es euch nur wirklich auf die Nerven geht, dann schreibt mir das einfach unten drunter und dann werde ich das einfach rausschneiden. Ja, ansonsten präsentiere ich euch heute diesen Look. Das ist ein Look, den ich normalerweise so, zumindest mit diesen Lippen, wahrscheinlich nicht allzu häufig tragen würde. Ich bin jetzt nicht so der knallige Lippenstift-Typ, aber wenn überhaupt jemals, habe ich mir gedacht, dann jetzt im Sommer. Das Hauptaugenmerk liegt von den Lippen jetzt mal abgesehen auf dieser wirklich glänzenden Haut. Das geht relativ schnell, das Make-up, eben weil man fast gar keinen Lidschatten hat. Ich habe jetzt ein bisschen Bronzer, ein bisschen Highlight, was ich mir auch hier auf die Wangen gemacht habe. Von daher, ihr braucht nicht viele Produkte, ist gut mitzunehmen, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid. Und ja, in meinem Fall habe ich jetzt falsche Wimpern genommen. Ihr könnt aber auch ganz kräftig eure eigene Wimpern, wenn die lang genug sind, schminken, und dann kommt ihr zu diesem Look. Wenn ihr wissen wollt, wie der im Einzelnen gemacht wird, habt ihr gemerkt, ich habe M nicht gesagt dazwischen, dann bleibt einfach dran. Aber jetzt, scheiße. So, nachdem ich mich schön eingecremt habe mit der Feuchtigkeitscreme der Wahl, habe ich mich für den Primer von Estee Lauder entschieden. Genuine Glow ist ein ganz tolles Produkt, gibt einen wirklich schönen Glanz unter der Foundation, sieht einfach toll aus. Und für die Foundation habe ich mich heute entschieden von L'Oreal, die Infallible. Da gibt es eine ganz matte Version und gerade im Sommer rausgekommen die Glow-Version. Und ich habe mich für die Nummer 209 entschieden, das ist das Caramel Beige. Das hat einen sehr gelben Unterton, ist sicher nicht für jeden. Aber für mich ist das genau die perfekte Farbe, und das ist das, was ich bei L'Oreal immer ganz gerne mag. Die haben einfach eine ganz große Farbrange, da findet im Prinzip jeder was für sein Haut. Auch das, wie fast alle flüssigen Make-ups, ist eine aufbaubare Foundation. Das heißt, ihr könnt im Prinzip so viele Schichten drauf machen, wie ihr wollt, ohne dass das zugekleistert aussieht. Ich habe mich für eine einzige Schicht entschieden, weil mir das eigentlich auch für den Sommer reicht. Ich mag, wie gesagt, ganz gerne, wenn man darunter noch ein bisschen Haut sieht. Sehe allerdings zu, dass ich das schön verteilt habe. Das heißt also richtig am Hals entlang lang, damit es keine harten Kanten gibt. Schocker, heute machen wir mal keinen Concealer, sondern ganz einfach nur eine andere Foundation. In dem Fall den HD Stick von Make Up For Ever. In einer sehr, 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 sehr hellen Farbe. Was ich vorher auf meinem Handrücken anwärme, da lässt sich der Concealer, das Make-up besser verteilen. Gerade wenn man nur an so dünnen Stellen aufträgt, wie unterhalb der Haut. Da ist das ganz gut, wenn das nicht so eine fette Masse ist. Nehme meinen Beauty Blender und stelle mir einfach eine V-Form unterhalb meines Auges vor. Und dort verteile ich dann das Make-up.
und um den Farbgleichgewicht, um das Farbgleichgewicht, um das Farbgleichgewicht im Gesicht wiederherzustellen, verteile ich auch noch den helleren Make-up an der Kinnpartie, auf dem Stirnbereich und um die Nase auch noch so ein ganz kleines bisschen zu konturieren auf dem Nasenrücken. Sofort setze ich darauf auch Puder und das mache ich in dem Fall ruhig mit ein bisschen mehr Puder. Das wird jetzt ganz schrecklich aussehen und ihr werdet euch sagen, wie übel sieht das denn aus? Aber was ich mache, das ist eine Technik, die nennt sich Baken und, oder Backen und das ist genau das, was passiert mit der Haut. Man macht so viel Puder darauf, dass sich die Haut darunter praktisch erwärmt, weil die Poren verschlossen sind und die Haut darunter backt. Und schließt im Prinzip alle Produkte, die du aufgetragen hast, so ein, dass das Bombe hält, den ganzen Tag über. Das gibt auch keine Falten, es gibt auch keine krisseligen Partien unter dem Auge. Sollte man ungefähr so, ich sag mal, 10 Minuten irgendwie einwirken lassen, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach das Beste, was man machen kann, gerade wenn man wenig Zeit hat, irgendwie sich nachzuschminken oder ins Bad zu laufen oder, weiß ich nicht, im langen Bürotag, da willst du auch nicht alle 2 Stunden gucken, ob da unter den Augen irgendwie noch alles in Ordnung ist. Also einmal baken und man hat Ruhe für den Rest des Tages. Ja, zum Konturieren, einer meiner All-Time-Favorites von LA Girl ist eigentlich weiterhin ein Concealer, der sich aber wunderbar eignet, weil er sich so leicht zu verteilen ist und wunderbar eignet, um das Gesicht zu konturieren. Eine relativ dunkle Farbe, die ich entlang meiner oberen äußeren Gesichtsparameter sozusagen auftrage, meinen weiterhin feuchten Beauty Blender nehme und das Ganze einarbeite. Da allerdings immer schon darauf achten, dass man nicht zu weit Richtung Mundwinkel geht, sonst sieht man schnell aus wie der Joker, sondern einfach unterhalb des Jochbeins aufhört mit der Einarbeitung. Und immer schön aufpassen, dass man es in den Haareinsatz auch mit einarbeitet, damit es da keine harten Übergänge gibt. Mag jetzt vielleicht ein bisschen funky aussehen mit den ganz dunklen Streifen und den ganz hellen Augen, aber ihr werdet sehen, am Ende macht das alles Sinn. Ganz doll versprochen. Nachdem ich praktisch alles, was in meinem Gesicht aufzutragen war, gemacht habe, fixiere ich das Ganze nochmal mit einer ganz dünnen Schicht Puder, einfach um sicher zu gehen, dass da keine glänzenden Partien sind an Stellen, die wir definitiv nicht haben wollen. Contouring sozusagen abzuschließen, intensivieren wir im Prinzip das, was wir eben nochmal gemacht haben. Nehmen nämlich die dunklere Farbe und gehen nochmal unterhalb des Jochbeins, um die Schatten nochmal so ein bisschen zu intensivieren. Mag vielleicht auch im ersten Moment zu heftig erscheinen. Ihr könnt auch den Schritt einfach auslassen. Aber das ist was ich immer noch ganz gerne mag, weil das so den letzten Kick irgendwie noch gibt. Für Nose Contouring entschieden. Es ist wirklich eine ganz soft Version eines Nose Contouring. Ihr nehmt im Prinzip diese dunkelste Farbe, da könnt ihr auch einen Bronzer nehmen, obwohl ich diesen kühlen Ton aus der Cat von die Palette ganz gerne mag und geht an den äußeren Seiten der Nase praktisch nochmal lang, um sie so ein bisschen schmäler erscheinen zu lassen. Das in Verbindung mit dem hellen Concealer, den wir oben aufgetragen haben, nimmt noch mal so eine Mühe von eurer Nase weg. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, also das mache ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Das ist mit meinem Anastasia Beverly Hills Stift male ich nochmal meine Augenbrauen nach. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Meine Augenbrauen habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren einfach zu doll gezupft. Ich habe da ganze Krater drin.
Ich würde mir, wenn ich könnte, eine andere Form machen, aber ich muss mit dem arbeiten, was ich habe und das kann ich euch auch nur raten. Das Ganze fixiere ich nochmal mit meinem Brow-Set von MAC, um die Härchen nochmal so ein bisschen zu imitieren. Das mag ich ganz gerne. Außerdem hält es das alles nochmal so da, wo es sein soll, über den Tag verteilt. Die Augenbrauen bewegen sich dann tatsächlich gar nicht mehr. Das gibt es auch in ganz klar, macht dasselbe. Das ist auch im Prinzip ein Schritt, den müsst ihr nicht machen. Das ist ein ganz dünner, heller Concealer. Da gehe ich praktisch unterhalb der Augenbraue nochmal lang, um das Ganze wirklich so ganz clean und gerade wirken zu lassen. Gerade wenn ihr so ein bisschen unsauber die Augenbrauen gezupft habt oder das ein oder andere Härchen dann noch irgendwie steht, dann ist das ein Schritt, den ich euch empfehlen würde, einfach noch, um das Ganze sauberer erscheinen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist ein Schritt, den könnt ihr weglassen. Es muss nicht sein. Ich wollte es heute mal anbieten, einfach um zu zeigen, wie das aussehen kann. Genau, dann nehmt ihr danach noch einen Pinsel, ein bisschen breiteren und vermischt das Ganze. Dann habt ihr das Ganze schön aufgehellt, auch unterhalb der Augenbrauen, was ihr sowieso machen müsst. Und es sieht einfach unglaublich sauber und frisch gezupft aus. Aus meiner Super Beauty Palette nehme ich mir dieses schöne, satte Braun. Ihr könnt allerdings auch einen ganz intensiven Bronzer, da gibt es auch Bronzer in dieser Farbe, nehmen. Das tut sicher auch seinen Dienst. Ich habe nur festgestellt, weil ich im Moment gerade so braun bin, sind alle Bronzer, die ich habe, ungefähr mein Hautton im Moment. Das hat bei mir also nicht viel gebracht. Ich habe diesen intensiven Braunton bei mir irgendwie besser gefunden. Aber wie gesagt, habt ihr einen Bronzer, dann erfüllt er auch seinen Dienst. Das soll gar nicht viel Farbe bringen. Das soll tatsächlich nur so ein bisschen einen Schatten und ein bisschen überhalb eurer Lidfalte das akzentuieren, damit ihr so was wie eine Kontur da oben habt. Ansonsten sieht das immer ein bisschen flach aus. Und geht mit einem großen, fluffigen Pinsel da drüber. Mehr ist es im Prinzip schon gar nicht, was an Kontur da oben stattfindet. Und als nächstes mein Mary Lou The Bomb Highlighter. Das ist wirklich einer der genialsten Highlighter. Und dieser Look braucht definitiv etwas in den Augen, in der Mitte, um die Augen ein bisschen zu öffnen. Sonst sehen sie etwas klein aus. Und den Highlighter mache ich auch unterhalb meiner Augenbrauen. Auf meinen Wangenknochen. Auf meinen Nasenrücken. Meiner Nasenspitze und oberhalb meiner Lippe. Allerdings könnt ihr da gerne auch ein bisschen weniger machen als das, was ich gerade gemacht habe. Das ist definitiv zu viel. Ich verliebe mich immer so in Highlighter. Ich denke auch hier nochmal und da nochmal und ehe du dich versiehst, hast du einfach zu viel gemacht. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem Wichtigsten in diesem Look, nämlich der Eyeliner. Ich habe mich für eine tatsächlich softere Version entschieden, aber man kann auch einen richtig fetten, dicken Strichmacher. Das ist bei diesem Look gar kein Problem, da man nicht viel anderes, nichts anderes macht als diesen Eyeliner. Der kann dann wirklich relativ prominent in dem Auge sein. Ich habe mich für einen Gel-Eyeliner entschieden. Andere arbeiten besser mit so einem dünnen Stift. Das ist euch wirklich selbst überlassen. Aber versucht es ruhig mal, euch so einen Gel-Eyeliner zu kaufen. Ihr nehmt einen ultra, ultra, ultra dünnen Pinsel. Und dann könnt ihr euch da stückweise an an euren Lidstrich ranwagen. Braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber ich finde diese Gel-Variante für mich die beste. Als nächstes für das Augenlid, um das ein bisschen aufzuhellen, habe ich in einem Drogeriemarkt entdeckt. Die Marke heißt Just, ist ein Cream Eyeshadow. Und den trage ich auf mit einem Pinsel, um das wirklich richtig einzuarbeiten. Habe ich mir vorher auch auf den Handrücken gemacht, um das ein bisschen zu erwärmen. Und trage das Stück für Stück auf die Lidfalte auf. Ich habe festgestellt, das war das erste Mal, dass ich mit diesem Produkt gearbeitet habe. Lässt sich ein bisschen schwer verteilen. Man muss sich tatsächlich beeilen beim Auftragen, weil es relativ schnell hart, also trocken wird. Also aus dieser flüssigen Konsistenz wird das relativ schnell ja, so pudrig, das heißt, dann lässt es sich nicht mehr so gut verarbeiten. Also, nur um das für den Hinterkopf aufzubewahren, solltet ihr das benutzen, relativ schnell damit arbeiten.
Mit derselben braunen Farbe, mit der wir umgearbeitet haben, mit dem braunen Lidschatten, gehe ich relativ großzügig unterhalb des Auges entlang. Das muss also gar kein so dünner Strich sein, sondern seht ruhig zu, dass da unten das ein bisschen ausgesmoked ist, also ein richtig schöner, breiter Strich praktisch darunter ist. Und dann tuscht ihr euch die Wimpern. Wir machen zwar gleich falsche Wimpern ran, aber um sie besser mit den eigenen Wimpern zu verbinden, ist es immer gut, wenn die zumindest unten getuscht sind. Voilà. Und so sieht es aus mit den Wimpern. Wir machen auch noch, oder wir tuschen uns auch noch die unteren Wimpern, einfach auch fürs Gleichgewicht, weil es mal ein bisschen blöd aussieht oder so ein bisschen schläfrig aussieht, wenn man oben so die schönen dramatischen, vollen Wimpern hat und unten gar nichts. Also wenn ihr viele untere Wimpern habt, dann tuscht sie ordentlich. Für diesen Look ist das wirklich ganz toll. Danach nehme ich ein Kajal in Schwarz und wer es erträgt, das ertragen nicht alle, der macht sich das obere Innenlid auch. Das sieht immer ganz gut aus. Und auch das untere Lid innen. Ich mache ein kleines bisschen Rouge von NARS. Das ist Orgasm. Vielleicht habe ich das auch nur deswegen genommen, weil mir der Name so gut gefällt. Der Look braucht im Prinzip kein Rouge, weil der Bronzer schon so prominent im Gesicht ist. Aber wer möchte, kann das machen. Ich habe mich dafür entschieden. Man kann es aber auch weglassen. Macht keinen großen Unterschied. Ja, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight dieses Looks, nämlich diese schön knalligen, korallfarbenen Lippen. Dazu habe ich mich entschlossen, vorher die Lippen noch einmal zu umranden mit einem etwas dunkleren Lip Liner. Das muss man nicht, man kann tatsächlich auch den Lippenstift so auftragen. Ich mag das Fußgefühl immer ganz gerne. Ja, und ich habe diesen super coolen Lippenstift bei NYX entdeckt. Oder von NYX entdeckt bei Douglas und habe gesagt, boah, den muss ich unbedingt haben. Ich glaube nicht, dass ich ihn wahnsinnig oft tragen werde, aber für diesen Look hat er sich einfach nicht nur angeboten, sondern mich angeschrien. Nimm mich, verarbeite mich. Ja, und ich bin ehrlich gesagt ganz happy, dass ich das gemacht habe, weil ich bin normalerweise nicht so mutig, aber dieser Lippenstift ist einfach grandios, gerade jetzt zur Sommerzeit. Und das war's. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.